Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Offenbar taugt das ja was. Dann können wir es auch weitermachen. Oh. Aufnahmezeit wieder im Extra-Wecker parallel hier. Machen wir mal ein bisschen Action hier. Da geht eine Treppe hoch. Okay. Da ist nix. Kaufmann wartet im Van. Die Hardware ist verpackt. Sobald die Jungs da drin, Jackie Brown. Aber ganz gut, dass ich das gesehen habe, ne? Wollen wir mal aufräumen hier. Der Raum sah aus wie ein Waffenlager, aber es war ausgeräumt worden. Oh, hier gibt's nichts mehr. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht. Dies ist der Anschluss von Annie Fenn. Ich bin zurzeit nicht hier, weil ich diese gemeinen Dinger, die töten, baue. Sprechen Sie nach dem Ton. Sie haben eine neue Nachricht. Süße Annie, hier Vlad. Eine Waffe in deiner Hand zu sein, der Traum meines Lebens. Tut mir leid, dass ich nicht wie versprochen da sein konnte. Etwas kam dazwischen, nichts Schlimmes, aber hüte dich vor Eindringlingen. Wenn dir etwas passiert, irgendwas, einfach pfeife. Sie haben keine neue Nachricht. Ding ist abgeschlossen. Das auch zu, also geht's nur dort weiter. Oh, ich ahne was. Hier ist gleich mörderisch was los. Ich erinnere mich. Genug geschwätzt, Massi, fertig! Wartet! Diese Gangster haben uns überfallen! Ich hab nichts gegen euch, Jungs! Ihr habt sie erledigt! Ich arbeite für Wladimir! Schätzchen, du arbeitest für niemanden! Was wollt ihr? Wir können... Oh! NYPD, fallen lassen! Erledige sie! Oh Gott, nein! Wie so vieles in meinem Leben begann alles mit dem Tod einer Frau. Ich konnte sie nicht retten. Hinterher! Lass ihn nicht entkommen! Schaut nicht nachher noch mit ihr rummachen! Wir müssen hier abhauen. Kaufmann will, dass wir verschwinden. Schieß ihn! Richtig dicke Action. Ja, so kann man doch hier starten. Das ist nett. Spielt sich etwas seichter als der erste Teil, ne? Ah, jetzt ist hier die Tür auf, okay. Einfach nur geil. Das haben sie echt schick gemacht.
Guter Äther, Klassiker eben, ne? Da muss ich der neue dritte Teil da aber echt gegen verstecken. Das ist so. Komm schon, komm schon! Endlich! Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Mona! Wenn du glaubst, ich kann nichts erschüttern, belügst du dich selbst. Im besten Fall bist du zeitweilig tot. Ein Blitzschlag kann dich jederzeit ohne Waffe reanimieren. Wer? Wo? Da. Aber hat hier meine ganze Munition, ne? Ne, der lief doch da gerade noch, oder? Meinte ich. Na, wir werden sehen. Denn wie es aussieht, muss ich irgendwie auch runter, ne? Wohl zurücklaufen bestimmt. Oder ne, der Fahrstuhl kommt. Okay. Ja, wir können es nicht ohne Grund verschanzen hier. Meine Unterstützung war eingetroffen. Aber die Kühe. Mal den Gegnern folgen, ist wohl eine gute Idee. Ah. Oh, Säcke. Bin ich doch noch erwischt. Lief ja bis hierhin eigentlich ganz gut, ne? Ich hätte auch auf den Sprit schießen können eigentlich. Aber na gut, zu spät, ne? Los, Kaufmann, los! Matt! Sind Sie okay? Ich bin okay. Verdammt! Hey, wir arbeiten hier zusammen. Sie werden nachlässig, Payne. Sie haben's versaut. Ihren Tod kann ich nicht akzeptieren. Das können Sie besser. Ich tat so, als wäre alles beim Alten. Aber seit dem Moment, als die Aufzugtüren sich öffneten und Mona enthüllten, war alles anders. Ernie Finn war lizenzierte Waffenmeisterin und Waffenhändlerin. Okay. Das Gelände gehört Wladimir Lem. Drei Gruppen. Eins, Tote mit Verbindung zur russischen Mafia. Identifiziert als Finns Angestellte. Zwei, die Mafia selbst. Und drei, die Clowns in den Klamotten von der Reinigungsfirma. Sie erwähnten einen Namen, Kaufmann. Das ist schlimm. Und das ist erst der Anfang. Das gefällt mir gar nicht. Ihrer Payne. Es ergibt keinen Sinn. Für Sie, Winderson. Mord. Sebastian Gate. Das wird in alle Nachrichten sein. Der Senator? Winderson war die ideale Polizistin. Jemand, zu dem man aufsehen konnte. Auch Bravura wusste das. Wir hatten Glück, es gibt einen Augenzeugen. Sie sah mir über die Schulter wie ein Engel oder Dämon und flüsterte Warnungen. Ich wollte nicht hören. Mona war die Verdächtige in Wintersons Fall. Ich sagte nicht, dass ich sie gesehen hatte, behielt es für mich.
Vielleicht war es, weil sie lebte, als alle um mich herum starben. Die Schuld des Überlebenden weggewaschen. Detective Wintersons Apparat? Geben Sie her. Ihr Freund. Die Computersuche für die Squeaky-Reinigungsfirma und Kaufmann hatte kein Ergebnis ausgespuckt. Ich musste mit Vlad sprechen. Wollte ihm die schlechten Nachrichten von Annie Finn überbringen. Vlad hatte den alten Nachtclub Ragnarok gekauft. Er renovierte ihn zu einem Szene-Restaurant, dem Wodka. Monas Erscheinung hatte alles durcheinander gebracht. Schizophren. Ich fühlte Freude und gleichzeitig Angst, dass alle Gespenster mit ihr zurückkamen. Vlad! Mann, 911! Böse Jungs mit dicken Knarren! Die haben mich in der Eingangshalle im Visier! Könnte Hilfe gebrauchen! Und zwar jetzt! Ich musste einen anderen Weg zu Vlad suchen. Keine Zeit, Unterstützung zu rufen. Mein Fall hatte ein Eigenleben. Ich ging durch die Hintertür rein. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Erinnerungen an frühere Besuche. Und ja, dann sag ich mal bis dahin, wenn es wieder heißt Max Payne.